confused now, and every time we go somewhere, people are like, sneaky little motherfuckers, coming over here, stealing our jobs. You know, and it's so untrue and it's so unfair as well, because we don't come here for the jobs. We come here for the unemployment benefits. Open Mic in Mars Comedy Club. So eine Art Probebühne für Stand-up-Comedians. Experts, die hier vor Publikum testen, welche Gags zünden. Die Bühne ist offen für alle und ich habe mich dazu überreden lassen, mitzumachen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Beim Rumalbern mit Freunden bin ich die geborene Entertainerin. Aber 2 Dutzend Fremde in einer Bar zum Lachen zu bringen, dann auch noch auf Englisch, das ist schon eine andere Nummer. Woher weiß ich, dass die lustig finden, worüber ich mich kaputt lache? Welche Bedeutung hat Humor für unser Leben? Und ist Humor generell die beste Antwort auf eine absurde Welt? Ich heiße Ronja, bin Autorin und Mitte 20. Das ist sicher, der Rest ist mir nicht immer klar. Was ist richtig? Was ist falsch? Und was völlig egal? Ich glaube, dass es auf diese Fragen Antworten gibt. Mehr als eine. Um die zu finden, möchte ich andere Menschen treffen. Nur mit den Echten, nur mit den Echten. Nur mit den Echten, nur mit den Echten. Nur mit den Echten. Funny26. Okay. Ich krieg heute eine kleine Humorberatung von Cat. Die ist erfahrene Stand-up-Comedian. I brought cake. Sie hat angeboten, mir als Anfängerin ein bisschen Nachhilfe zu geben. In einer Woche muss mein erstes bühnenreifes Stand-up-Programm stehen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da erzählen soll. Cat kommt aus einem kleinen Dorf in Polen und ist in einer erzkonservativen Umgebung aufgewachsen. Seit 3 Jahren gehört sie zur Berliner Stand-up-Community. Wie schafft sie es, die Leute zum Lachen zu bringen? Und wo findet sie den Stoff für ihre Gags? How do you get on stage? Do you just like? I think confidence is really important. Like, you can't just be coming in and being like, oh, I'm so embarrassed to be here. You have to just walk confidently, but also without scaring people, being like, boom, boom, boom. For me, it helps to introduce myself at first and just make a joke about who you are, what are you doing here. For you, it may be something about the fact that, you know, you're trying this for the first time. Could be something that you could open with. Okay, use that. First impressions are very important. It's like in life, you know? People will judge you on your gender, on what you're wearing, on how you're saying things. That's why the same jokes can, if you tried saying it 2 different ways, can kill or bomb sometimes, you know? How would you describe the stand-up scene? What kind of people are there? I wouldn't definitely say it's not a bunch of hipsters. It's usually just a bunch of losers. I think it takes a certain person to go on stage and basically strip yourself emotionally. Yeah, it's masochistic. Yeah, a little bit, but you know, it gives you pleasure. So it's like, the worst part is when you wait for the laugh and then it doesn't happen and it's just like an awkward silence. Stuff for nightmares already. I mean, because sometimes you get used to the joke that works and then you're in a different room, a different crowd, or it's not your day and you're just not delivering well and you just say it and then you stand there like an idiot and people know that you're waiting for an applause and there's nothing coming, you know? Were there any situations in your life where you felt like humor helped you get through them? Yeah, I think so. I mean, I come from a family that is not necessarily the most communicative about things and we are used to a lot of times just joke things off. And I think there's a fine line there between detaching yourself from certain issues and observing it. I mean, the definition of humor is also tragedy plus time. So I think it's as long as you know, something that was a suffering to you, but enough time has passed. Right. And I think that's also something to be aware of on stage too, because I've made a mistake too. And you can go on stage and talk about things that annoy you or sadden you or something horrible that happened to you. But if you go there too soon, the audience will be able to tell, and instead of laughing with you, they're gonna feel sorry for you. Exactly. So, like, at the end of this week, I have to get on a stage. I don't have a diary full of notes and funny punchlines, so I need like a first aid kit. Get a diary. Yeah. Don't just go on stage and improvise, you know. Oh no, I wouldn't dare to. Breathe. Be slow, because we tend to rush when we're nervous. Think about that made you cringe in high school, or things that keep you awake at night, you know, when you can't stop thinking about what kind of a person you are in relationship to a partner or your mother or things like that, you know? I promise not to improvise. Thank you so much. Take care. And see you another week.
Bye. Don't stress too much. Where's the door? Ben, ich bin gleich weg. Ich muss nach Frankfurt. Main oder Oder? Oder. Was ist denn da? Stadtverordnetenversammlung. Stadtverordneten was? Stadtverordnetenversammlung. Frag nicht. Bis später. Bis später. Nimmst du den Müll drunter? Ja, nimm den Müll drunter. Den Witz im eigenen Beziehungsalltag finden. Naja. Wirkt auf mich eher wie eine schlechte Sitcom. Ich renne auf die Straße, bleibe dort allein. Keiner dieser Tage, nur einer mehr, der schreit. Für Cat entsteht Humor durch Distanz. Und die gewinnt man am besten, wenn man mal ein bisschen rausfährt aus Berlin. Vielleicht finde ich die besten Gags dort, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte. In Welten, die mir fremd sind und mir komplett humorlos vorkommen. Für mich unter den Top 3 der spaßbefreitesten Orte, Brandenburger Kommunalversammlung. So eine findet heute in Frankfurt-Oder statt. Die Satirepartei Die Partei hat auch zwei Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Hey Gang, let me show you something. It's the hottest thing. Cindy Rosenkranz ist Generalsekretärin und dafür zuständig, den anderen die Absurditäten des Polittheaters vorzuführen. Das macht sie mit kleinen Sticheleien, indem sie zum Beispiel Anträge auf Beendigung endloser Diskussionen stellt. Oder mit einem Koffer voller Bestechungsgeld einmarschiert, als Antwort auf Korruptionsskandale. Alles ein bisschen drüber, aber na gut. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Ihr Einwohner-Fragestunde. Gibt es einen Einwohner der Stadt oder eine Einwohnerin der Stadt, wo das Bedürfnis zur Frage besteht? Abzuwarten, das ist nicht der Fall. Ich schließe die Einwohnerfragestunde. Wir kommen fünf. Auf der Liste der Tagesordnungspunkte heute Versickerungsmulden zur Niederschlagsentwässerung, Baumbestattung auf dem Friedhof und die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest. Das ist ja für sich genommen schon Realsatire. Versickerungsmulde, so wie es jetzt ist, ist die Versickerung jedenfalls nicht durchgängig sichergestellt. Bist du Vegetarier? Nö. Nö, ich auch nicht. Na gut. Ich habe Cindy mal angequatscht, ob sie noch Bock hat auf einen kleinen Spaziergang durch ihre Stadt. Ich finde es sehr interessant, dass sie es geschafft hat, mit Humor Stimmen und Sitz zu gewinnen, die für Mehrheiten in so einer Versammlung entscheidend sein können. Versickerungsmulden. Was ist denn das? Man muss auch nicht alles wissen in der Politik. Das sind ja teilweise auch Milliardenfehler, die dort stattfinden und passieren. Ne? Passiert nichts. Scary. Und das ist natürlich auch der Sinn unserer Partei, dass wir halt eben solche Dinge halt auch mal veranschaulichen. Weil es ist ja eigentlich nur überzeichnet, was irgendwie realpolitisch genau. Stattfindet, es findet oder? Ja alles so statt. Ja. Wir werden ja oft auch abgetan als Spaßpartei, was wir halt aber nicht sind. Weil am Ende zeigen wir ja eben nur das, was ja im Prinzip einfach gar nicht geht. Ja, Till-Eulenspiegel-Prinzip. Das Till-Eulenspiegel-Prinzip, genau. Was ist das? Oh, das ist unser wunderschönes Baustellenrathaus. Wie du siehst, wird das gerade komplett einmal saniert. Wie haben die auf dich reagiert, als sie dich das erste Mal da drin hatten? Haben die sich gefreut, als ihr da reingemarschiert seid? Natürlich nicht. Nee, ne? Es war jetzt aber auch keine Ablehnung dort, sondern eher so ein Gespanntsein auf das, was passiert. Unser Oberbürgermeister hat sich, glaube ich, doch schon darüber gefreut, weil er uns halt auch kannte und wir den auch unterstützt hatten im Wahlkampf damals, indem wir halt einfach niemanden aufgestellt haben. Weil am Ende klauen wir realistischerweise doch schon die Stimmen in links und... Das ist eigentlich tragisch, ne? Ihr klaut halt wahrscheinlich keine AfD-Stimmen. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, so der gemeine AfD-Wähler versteht unseren Humor auch sowieso nicht, ne? Auf jeden 1. Mai folgt ein weiterer 2. Mai, an dem es gleich scheiße bleibt und ganz egal. Es ist ja auch komisch, dass man bei Lokalpolitik sofort an irgendwie komplett spaßbefreit denkt. Wenn man sich das so vorstellt, wie da irgendwie über irgendwelche Bodenmulden und. Zu Recht auch. Ja, also, oder? Es ist ja auch mit Abstand das Trockenste, was man sich auch vorstellen kann. Aber das wird ja erst auch Entertainment und lustig, seitdem wir da sind. Am Ende gehört ja natürlich aber auch eine Portion Mut dazu, sich selbst zu reflektieren, auch über sich selbst auch lachen zu können. Ja. Und eben auch
vielleicht auch alles nicht zu ernst zu nehmen. Das ist aber wie mit dem Altern. Das ist so eine gottgegebene Fähigkeit. Jeder altert, aber deine Sache ist es, ob du das eben halt mit Würde tust oder nicht. Ja, okay. Diese ganz ernst zu nehmenden Politiker, die sich so selber auch so richtig ernst nehmen, die nehmen ja uns auch nicht ernst. Ja. Weil sie halt eben denken, dass man mit Humor halt einfach nicht ernst zu nehmen ist. Was aber für den Humbug ist. Weil entweder machst du deinen Job gut oder halt nicht. Da kannst du noch so ernst sein. Und wie geht's mit Zukunftsplänen für dich weiter? Erstmal starten wir jetzt hoffentlich durch in der Bundestagswahl 2021. Und ja, dann versuchen wir halt da dann mal einen Schritt weiter zu gehen und dort aufzumischen. Genau das ist am Ende wohl die Funktion von Cindy und der Partei. Es geht ihnen weniger um eigene Inhalte, als darum, festgefahrene Bürokraten aufzumischen, ihnen den Zerspiegel vorzuhalten. Ich versuche jetzt Frankfurt-Oder noch ein bisschen aufzumischen. Gags ausprobieren unter Real-Life-Bedingungen. Entschuldigung? Ich arbeite an einem Witzeprogramm und ich würde gerne einen Witz testen an Ihnen. Nein? Kennen Sie einen guten Witz? Nee, kann ich nicht. Okay, was bestellt ein Kellner? Was bestellt... ich habe es schon kaputt gemacht. Was? Ein anderer. Mami, Mami, mein Frosch kann Jörg sagen. Ja, schau mal. Jörg. Lustig. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stopp. Boah, wussten Sie das? Ja, das hat einen tieferen Sinn mit dem Bumerang. Den kann man unterschiedlich sehen. Na ja. Gut, vielen Dank. Ja. Hartes Pflaster für eine Nachwuchskomödien. Erste Erkenntnis, lernen mit Rückschlägen umzugehen. Was mir immer klarer wird, gute Gags sind harte Arbeit. Selten laufen sie einem einfach so über den Weg. Was scheinbar immer funktioniert, anderen beim Scheitern zuschauen. Warum lachen wir so gern über die Fails anderer? Und ist das philosophisch-moralisch überhaupt legitim? Wo liegen die Grenzen von Humor? Hi. Wie geht's? Wie ist die Stimmung? Ich muss nur mal eben mein Fahrrad abschießen. Bei mir hat mein Typ sein Fahrrad an mein Fahrrad gesperrt. Was hast du dann gemacht? Gewartet. Da hat sich aber auch nicht groß entschuldigt. So, sorry. Kruscht in seinem Geldbeutel rum, drückte so einen Zehner in die Hand. Klingt ein bisschen absurd. Okay, wo geht's rein da? Ich bin mit Philosoph Marco im Illuseum Berlin verabredet. Dem Museum für optische Täuschung. Ganz passend eigentlich. Komik entsteht ja auch oft durch Täuschungsmanöver. Ah ja, da. Illuseum. Ja, meinst du, das ist was geworden? Ich weiß es. Wow, das ist ja schon hier. Setz dich hin. Und dann. Boah, ich erschrocke, weil der Spiegel ist. Okay, raus, hier sind schlechte drin. Ja, lass mal weiterziehen. Oder? Was zum Reinschauen? Huch! Wir wollen hier ein tausendfacher Ausflug. Oh mein Gott, das ist lustig. Genau. Eigentlich schon eine seltsame Kombination, Philosophie und Humor. Das ergibt sich jetzt nicht direkt, oder? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen sind Philosophen nicht gerade dafür bekannt, dass sie witzig sind, sondern eher unfreiwillig komisch. Und auch in der Philosophiegeschichte fristet eigentlich der Humor eher so Nischendasein. Die Sache ist, die Humores heißt Feuchtigkeit oder halt Körpersäfte, wo man so denkt, was? Was? Ja, genau. Ach, das war diese Vier-Säfte-Theorie mit dem komischen, das war immer der Traurige, der Sad Boy und dann genau, du hast den Phlegmatiker. Sanguiniker. Ach, herkommen. Das ist so der immer im Happy-Modus so gegenläuft, der Melancholiker, der immer traurig ist. Und es hat was mit dem Verhältnis der Säfte im Körper zu tun. Diese antike Lehre, die von Galen in die Welt gebracht wurde und sich über das Mittelalter hinweg erstreckte, sagt halt eben, das Verhältnis von diesen Säften muss im Körper ausgeglichen sein. Dann hast du ein heiteres Gemüt. Gute Laune. Und in dieser übertragenen Bedeutung hat das Wort oder der Begriff Humor allmählich halt diese Bedeutung angenommen. Okay, es heißt so etwas wie Laune, wie Stimmung. Und plötzlich war Humor halt eben eine Form von Lebenshaltung. Dann weiter in der Entdeckungstour. Sehr ernst weiter. Ohne Lachen. Aha. Einmal wollen ja auf dem Tablett serviert. Also ich bin gerecht, oh. Ich dachte, ich wäre ein Klo.
Eigentlich ist es ja wirklich komplett bescheuert, aber was bringt Lachen überhaupt? Welche Funktion hat Humor? Ja, das ist in der Philosophie ein bisschen umstritten. Das eine ist die Überlegenheitstheorie, also auch hier diese Theorie, die wir gerade haben. Ich weiß nicht mehr, was das heißt, ich mache mich über dich lustig und fühle mich dadurch auch selber irgendwie gestärkt oder halt eben erhoben. Das ist die eine. Dann gibt es noch die Inkongruenztheorie, die auch unter anderem von Immanuel Kant mitgedacht wurde. Er sagt, in allem, was uns zu einem lebhaften Lachen erregt, steckt etwas Widersinniges drin. Und dieses Widersinnige kann der Verstand nicht sofort begreifen. Du weißt nicht, wie du darauf reagieren sollst, also verfällst du in Lachen. Und es gibt noch eine dritte Theorie, und das ist die Entladungstheorie, die auch ein bisschen so auf die Überlegungen von Freud zurückgeht, dass wir halt immer eine gewisse Anspannung haben. Und die können wir durch einen Scherz, durch Witze, durch Parodie, durch Satire loswerden. Das heißt, es ist so, ach, Anspannung lässt los. Ich brauche keine Angst haben. Okay. Ja, stimmt. In dem Moment, wo man drüber lacht, hat man es irgendwie auch so, fühlt sich ein bisschen verarbeiteter an. Ja, absolut. Dann muss reine, man auch üben. Reine selbst. Küchenpsychologie. Oh Gott, die taucht hier wieder ab. Tschüss. Was ist das hier? Tarnfarben? Das ist ein Tarnfarben-Ding. Ja, schau mal. Ja, haben wir hier? Einstein. Sollen wir so schauen? Ist Humor nicht eigentlich auch irgendwie subversiv, weil man damit ein Mittel hat, wo man sich irgendwie gegen die Obrigkeit auflehnen kann oder das Schicksal, was irgendwie eine hin und her schmeißt, wie so ein Spielball? Ich meine, das ist ein typisches Moment von Karneval. Im Karneval wird nochmal alles irgendwie umgekehrt. Ja. Das Volk lacht, das heißt, das Volk macht sich dann lustig über die Mächtigen. Deswegen hat es natürlich auch immer irgendwie gewissermaßen auch was Subversives, weil auf Missstände hingewiesen wird. Ja. Das Ding ist ja, dass gerade die Mächtigen, die die Gewalt ausüben, selten Humor vertragen. Es gibt so einen Test von Shaftesbury, der in der frühen Aufklärungszeit gelebt hat, und er hat diesen Test of Ridicule entwickelt. Und da geht's Lächerlichkeitstest. Genau, da geht es einfach darum, bist du wirklich aufrichtig in dem, was du sagst und wie du argumentierst? Und das kannst du am besten dadurch erproben, indem du dich in die Öffentlichkeit stellst und halt eben auch den Spott erträgst. Und wenn du den nicht erträgst, das ist kein gutes Zeichen. Bist du wahrscheinlich nicht aufrichtig in dem, was du tust. Aber sag das mal zum Beispiel irgendwelchen Despoten oder irgendwelchen Leuten, die Leute aufbauen. Sieht auch rechtsnationale Leute sehr selten in irgendwelchen komödiantischen Formaten. Also gerade wenn irgendwie Wahl ist, sind gerade in den lustigeren Programmen, sind es eher nicht die Extremisten, die da irgendwie auftauchen, sondern... Nee, es sind dann eher so Gestalten wie Barack Obama. Ja, als genau, zum Beispiel ja, das perfektioniert hat, diesen Witz auch immer in seinen Reden einzubauen. Trotzdem wirkt er nie lächerlich. Kann man das lernen? Also ist Humor irgendwie was Angeborenes? Aber es ist irgendwie auch Trainingssache, oder? Man kommt damit jetzt nicht auf die Welt. Also es gibt Philosophen wie zum Beispiel Immanuel Kant, der der Auffassung ist, dass es ein gegebenes Vermögen ist. Du kannst es kultivieren, aber es kann natürlich auch verwahrlosen. Und du kannst es kultivieren, indem du dich zum Beispiel in Selbstironie übst. Das heißt, wenn du halt eben auch dazu imstande bist, dich selbst auch aufs Korn zu nehmen, halt eben auch den Spott zu ertragen. Okay, dann lass uns weiter üben. Das geht auch richtig versuchen. Das macht mich total fertig. Das habe ich schon mal auf Instagram gesehen. Was ist das? Man weiß es nicht. So dumm, um illusioniert zu sein. Ober, das Brot ist steinhart. Im Krieg hätten sie sich drüber gefreut. Ja, da war es ja auch noch frisch. Das ist so dumm. Naja, für mein Bühnenprogramm muss ich mir, glaube ich, schon was Besseres einfallen lassen, als platt aus Witzebüchern zu klauen. Was mir vielleicht mehr hilft, der Humor von Christoph Niemann. Der macht aus völlig banalen Alltagsgegenständen extrem witzige Illustrationen. Damit ist er international mega erfolgreich, gestaltet immer wieder das Cover des New Yorker oder des New York Times Magazine. Lässt sich sein Humor irgendwie auf die Bühne übertragen? Vielen Dank, alles Gute, ciao. Christoph sitzt wie ich oft vor einem leeren Blatt Papier. Er kennt den Druck, aus dem Nichts irgendwie Lustiges schaffen zu müssen. Genau mein Problem. Noch 3 Tage bis zur Stand-Up-Show und ich habe noch nicht mal eine funktionierende Punchline. Ich habe mich mit Christoph auch am leersten Ort der Stadt verabredet. Im Strandbad Wannsee. Bei 10 Grad und eiskaltem Wind. Oh mein Gott. Komm, die greifen wir an. Aus so einem Schwan kann man doch auch alles basteln, oder? Aber der ist schon zu gut. Der ist schon, die Form ist schon zu perfekt. Beeindruckend. Du brauchst irgendwas, was so 80% ist. Ich habe mal einen Thumbs Up aus dem schwarzen Schwan gemacht. Der ist ganz okay. Ah ja. Was fressen die eigentlich? Außer alte Semmeln? Humoristen. Humoristen. Das Ding ist, glaube ich, älter als ich. Komm, das schaffen wir.
Das ist los. Das ist ein Intelligenztest. Ha! Okay. Jetzt. Aber der war schreit. Jetzt. Na. Hey. Oh, man ist damit schon irgendwie abgedeckt. Und wie geht's dir so? Du musst aufpassen, wenn ich hinsetze. Ich habe dummerweise irgendwie zugesagt, mich auf die Bühne zu stellen, um irgendwie Comedy zu machen. Und dann sitzt du so in deinem Zimmer rum. Es ist nichts mehr auf der Welt lustig, gar nichts. Irgendwann habe ich dann irgendwie bei YouTube Funny eingegeben. Dann das bei YouTube Funny eingegeben? Ja. Auf der Suche nach dem Geheimnis des Humors, okay. Cat-Videos und Leute, die hinfallen. Was ist denn witzig? Was man braucht, bevor du einen Gag hast. Ein Gag ist immer eine enttäuschte Erwartung auf eine Art. Es passiert irgendwas, du denkst, passiert A, und dann passiert auf eine irgendwie interessante Art. Ja. Dazu musst du aber auch erstmal irgendwas erwarten. Ja, aber fliegende Skizzenbücher zum Beispiel. Der einfachste erste Schritt ist, irgendwas zu machen, was die Leute kennen. Wo du die abholen kannst, wo ich weiß, ah, so geht's los. Zum Beispiel, ich nehme Würfel, ja? Und ich mache jetzt sowas. Dann weiß ich, ah, hier kommen jetzt auch wieder Sachen. Ja. Und jetzt, und jetzt kann ich sagen, dass im Publikum im Jahr 2021, die denken sich schon, aha, da kommt wahrscheinlich jetzt was mit einem mit zwei Augen. Wenn ich sage, da male ich jetzt ein Gesicht rein und mal so ein Gesicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht ist es tatsächlich sogar komischer, wenn ich es wirklich nicht erwarte. Mhm. Zum Beispiel bei Trauben fällt mir ein Luftballons. Und das ist genau der langweilige, dumme Witz, der, glaube ich, 50% der Leute einfallen würde. Und deswegen ist es ja auch nicht lustig, weil es einem gleich einfällt. Ich glaube, niemandem außer dir ist das gleich eingefallen. Und ein halbes Instagram ist voll mit Trauben als Luftballons. Glaub mir. Die Idee ist, was passiert, wenn du da jetzt 3 Stunden drauf schaust. Wie lange musst du denn schauen, bis das lustig wird? Lang. Glaubst du, man kann diese Form von deinem minimalistischen Humor, irgendwie ist es ja minimalistisch oft auf jeden Fall, kann man da irgendwas draus ziehen, was auch für Bühne gilt? Der Minimalismus, da geht es ja nicht um wenige Dinge. Sondern es geht um genau die richtige Menge von Sachen. Alles Unnötige weg. Alles Unnötige weglassen. Ja. Und es kann manchmal auch sehr viel sein. Hier ist ein Abgrund und hier ist der Haifisch. Oh. Und hier oben ist eine Figur. Und ich male die Figur aber jetzt nur so. Mhm. Dann ist die Frage, ist mir die schon wichtig genug? Habe ich dann zu große Angst, ob die jetzt runterfällt? Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier unten eine Katze mit großen Emoji-Kulleraugen. Oh. Und jetzt kommt hier hinten ganz böse, kommt der Fuß. Oh Gott. Und haut die da rein. Die hat ein bisschen mehr Charakter. Und der Fuß ist ein bisschen brutaler. Es ist der gleiche Gag. Aber ich bin vielleicht als Betrachterin ein bisschen mehr in der Geschichte drin, wenn ich hier mehr habe. Kreiere einen Charakter, der den Leuten was bedeutet und dann tu ihm was ganz Schlimmes an. Ich habe auch so eine Stand-Upperin, die ich treffen wollte, die hat gesagt, dass der beste Stoff ist im eigenen Leben. Ich mache jetzt als Thema einfach das, was irgendwie nahe liegt, irgendwie, wie ist es das erste Mal aufzutreten, wie ist es auf Bühnen zu stehen, Lampenfieber, das ganze Thema, sowas. Witzig ist, wenn das Publikum lacht in deinem Fall. Wenn du da oben kämpfst und schwitzt und leidest, ist es eigentlich relativ wurscht, wenn du auf der Bühne stehst und musst 20, 30 Minuten Leute dabei halten. Du musst ja so viel Material haben, da reicht für mich eine gute Pointe. Du musst das Ganze aufgebaut haben, du musst so viel Spannung haben, dann auch in dem Vortragen. Das geht nicht mit Glück oder mit irgendwie so aus dem Bauch raus. Okay, dann. Sorry, glaube ich. Das macht es leichter. Dann doch noch vorbereiten, na gut. Der Vorteil beim Schreiben und beim Zeichnen, es schaut ja keiner zu. Ja, das ist angenehm. Das heißt, du kannst 99 schlechte Witze, wenn am Schluss einer gut ist, zeigst du natürlich nur den. Und dann denken die Leute, du bist ein Genie, weil sie den ganzen Müll nicht gesehen haben. Die Rutschung. Du bist gleichmäßig eins. Unter den Masken, da funkeln die Zähne. Und ich gehe das denn, weil ich mich für meine schäme. Und der Himmel, der ist blau. So. Und mein Kopf ist das auch. Hab ich letzte Nacht wieder mal zu tief reingetaucht. I'm so
I didn't really know about that. And so I was sitting down at home. Kat, you never told me you're not supposed to like bring your notes on stage. So like, thanks for that too. Great, great job, thanks. So like, nobody sees how nervous you are. I now know why you all know it by heart, because otherwise you stand here and everybody sees exactly that. She told me like, yeah, I already had like 3 ideas. They were bad. Don't do sexist stuff. I was like, yeah, I don't have anything like that. And don't just like randomly discriminate people. No, I would never. I was like, and like everything that might like hurt people's feeling, and I was like, fuck all that, I don't have anything, fuck that. All these asshats that told me, oh, you just have Läuft doch. Fühlt sich sogar ganz gut an. Der Trick ist doch, wenn ich aufhöre, mich selbst zu ernst zu nehmen und wenn ich anfange, mich über meine Ängste und Schwächen lustig zu machen, statt mich über sie zu ärgern, dann kriege ich auch das Publikum auf meine Seite. Im Lachen darüber verbünden wir uns. Nicht gegen andere Menschen, sondern gegen unsere Verbissenheit, alles wissen und können zu müssen. Genau das ist für mich Humor. Eine Grundhaltung der Gelassenheit mir selbst und anderen gegenüber. Die beste Antwort auf die Unvollkommenheit der Welt. I only know literally one joke, and it's like, what do you call a boomerang that doesn't come back? It's a stick!